Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gestern nicht gevloggt, weil ich irgendwie den ganzen Tag unterwegs war. Und heute habe ich meinen letzten Arbeitstag und muss gleich zur Kirche und da die Konfi-Gruppe machen. Und danach ist noch Kochgruppe von den Flüchtlingen. Das wird cool, darauf freue ich mich. Ich bin endlich mal wieder da. Die kochen immer so leckere Sachen und ich war die letzten drei Mal nicht da. Ja, und mich hat noch ein Paket erreicht von H&M. Gestern schon, was ich aber nicht aufgemacht habe, weil ich einfach keine Zeit hatte. Das öffne ich jetzt mit euch zusammen. Und zwar ist das, oh, ich kann es euch gar nicht richtig zeigen, dieses Kleid hier geworden. Ich ziehe das jetzt direkt mal an. Ich finde das so schön. Das habe ich mir gekauft. Das ist richtig schön. Und ich war letztens mal bei H&M. Und im Moment haben die so viele schöne so Latzhosenkleider. Es war auch noch eins mit so Samtmaterial. Ja, richtig schön. Also da muss ich auch nochmal hin. Das gab es leider nicht in meiner Größe, sonst hätte ich das mal anprobiert. Aber ja. Also ich finde halt, ich habe nicht so schöne Knie. Aber ist es überhaupt möglich, schöne Knie zu haben? Ich glaube nicht. Also was soll's. Das ist echt richtig, richtig schön. Außerdem besitze ich einen neuen Schrank. Den hat mein Papa gemacht, weil ich mir nächsten Monat einen Kronengecko anschaffen will. Und jetzt brauche ich nur noch das Terrarium und den Gecko. So Leute, bevor ich jetzt zur Arbeit gehe und diese Kamera endlich mal wieder auflade, wollte ich euch noch was richtig Trauriges zeigen. Und zwar meine Grundschulklasse. Also ich und ein Grundschulfreund von mir organisieren gerade ein Klassentreffen. Wir haben so ein Mauspad geschenkt bekommen irgendwie. Und ich war aber an dem Fototermin für das Mauspad krank. Hello, that's me. Oh wow, I'm looking so good. Also ich wurde halt einfach dann mit einem alten Foto in dieses Bild hinein kopiert. Das ist einfach so traurig. Morgen werde ich den ganzen Tag im Bett verbringen, weil ich einfach immer noch krank bin seit 3 Wochen und es immer wieder schlimmer wird und ich habe einfach keine Lust mehr und will gesund werden. Guten Abend, Leute. Ich habe heute und auch gestern sehr, sehr wenig gefilmt. Heute habe ich, glaube ich, noch gar nicht gefilmt. Ich wollte eigentlich mit Jackie in die Stadt und wollten Fotos machen. Wir waren auch in der Stadt, aber wir haben keine Fotos gemacht. Und sonst hätte ich halt beim Fotos machen gevloggt, aber das hat sich jetzt alles nicht so ergeben. Dann waren wir noch hier und haben... Ich zeige euch einfach meine Instagram-Story. Leute, folgt mir auf Instagram, dann seid ihr immer up to date. Also. So, das ist meine Story. Also im Moment... Ach so, ja, das ist meine Story. Erstmal habe ich den Hutmacher gepostet. Der ist richtig cool, also als Funko. Und dann, ja, das haben Jackie und ich heute gegessen. Wir haben uns in der Stadt, Beeren gekauft. Und das sieht so lecker aus gerade. Ich möchte einfach wieder Beeren. Und werde jetzt noch, ich habe noch ein Geschenk für Maxi gekauft in der Stadt. Der hat ja Geburtstag in 3 Tagen. Und ich weiß nicht genau, was ich jetzt noch machen soll. Ich glaube, ich mache mir gleich noch einen Tee. Die letzte Nacht war die erste Nacht, wo ich nicht aufgewacht bin, weil ich einen Hustenanfall hatte und halb gestorben bin. Bei mir ist es immer so, wenn ich so einen richtigen Hustenanfall habe, auf einmal spüre ich so, wie mir Tränen runterlaufen und ich kann nichts dagegen machen. Das ist immer sehr schön, wenn ich dann in der Öffentlichkeit bin. Für unsere London-Reise habe ich mir, weil wir ohne Gepäck fliegen und nur mit Handgepäck, hier so einen Zip-Beutel von DM gekauft und so eine kleine Zahnpasta. Und eigentlich habe ich mir auch ein Deo gekauft. Also halt so ein Mini-Deo, aber... Ich habe es anscheinend vergessen einzupacken, weil es ist nicht in meiner Tasche und das nervt mich richtig doll. Ich werde jetzt gleich noch das Video hochladen, was Sonntag oder morgen kommen soll. Keine Ahnung, morgen oder Sonntag, ist eigentlich auch total egal. Das ist das Kleiderschrank-Aussortieren-Video und ich glaube, als nächstes werde ich dann... Ich habe mich vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Als nächstes werde ich dann das Video über mein Praktikum, mein Studium filmen, weil das anscheinend richtig viel interessiert. Heute hat mich endlich mein Zaful-Paket erreicht, was ich zu meinem Geburtstag bestellt hatte. Und zwar einmal ein Klebe-BH, weil ich 9 brauchte. Ein Bralette und ein super fancyes schulterfreies Oberteil, was ich mir eben zu dieser weißen Hose hier ganz gut vorgestellt hatte. So sieht es jetzt aus. Also es ist halt schon relativ kurz, aber im Großen und Ganzen habe ich es mir so vorgestellt. Also ich dachte vielleicht, dass es so bis hier gehen würde, aber... ja, ich finde es trotzdem ganz gut. Also ohne Träger würde es natürlich noch besser aussehen. So. Aber ich finde,
man kann es tragen im Sommer. Und vielleicht nicht in Deutschland. So Leute, ich werde jetzt Bilder für die Kooperation machen. So Leute, ich war duschen, also habe meine Haare gewaschen, ehrlich gesagt nur. Und ja, habe ein paar Bilder gemacht für die Kooperation, werde jetzt mich einfach ein bisschen fertig machen, ein Video drehen, Bilder machen, erst zumindest versuchen. Und dann die ganzen Sachen, die da hinten auf dem Boden liegen, bei Kleiderkreisel reinstellen und hoffen, dass sie jemand haben will. Dann werde ich schon mal ein paar Sachen, die in diesen Koffer nachher rein sollen, zusammenpacken. Und dann werde ich zu Maxi fahren. Ich nehme die Kamera natürlich auch mit, kann aber nicht versprechen, dass ich so super viel vlogge. Vielleicht wird dieser Vlog einfach ein bisschen kürzer, aber wir werden sehen. Ich brauche unbedingt ein Stativ. Jedenfalls bin ich jetzt geschminkt und Leute, diese Wimpern. Ich glaube, ich bin kein Mensch für solche Wimpern. Also das sind halt so die natürlichsten und dieses Auge ist sehr stark so ausgefallen. Die Wimpern haben sich verabschiedet. Bei diesem hat es ganz gut gehalten. Aber wenn ich jetzt einen Look trage mit Lidstrich, ja, dann sieht es halt so aus, als hätte ich nur meine echten Wimpern. Und das reicht mir natürlich nicht. Also ich glaube, ich werde die jetzt einfach ausfallen lassen und drauf scheißen und dann mir Wimpern zum Ankleben wiederholen, weil ich habe ja meine ganzen erstmal weggeschmissen, weil die sehr billig waren. Ich möchte mir Lily Lashes holen, aber die sind halt wirklich sehr teuer. Wie das jetzt gerade aussieht, ich glaube, ich habe irgendwie eine andere Kameraeinstellung vorher gemacht. Ich habe gerade das Video gefilmt und jetzt habe ich auch noch ein paar Fotos gemacht. Übrigens schenke ich Maxi ein Schokofondue. 3 Tafeln Schokolade und ein Xbox-Spiel. So Leute, ich hoffe, man kann mich überhaupt sehen. Es ist jetzt 6:30 und ich fahre jetzt los zu Maxi und haben wir vielleicht noch was Cooles. Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich gerade total motiviert. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ja, und jetzt war ich nicht bei der Sparkasse. Aber egal, das kann ich auch noch heute Abend oder morgen oder so machen. Ich muss mich übrigens erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich mit diesem Pony mit Zopf mich selbst viel besser finde als ohne. Vorher habe ich nie einen Zopf getragen, weil das immer schrecklich aussah. Okay, los geht's. Meine Augen rot, aus grün, Zähne gelb, Lunge schwarz, hab den ganzen Tag Hunger, bis ich Hunger hab. Doch mein Himmel ist Plastik und mehr aus Benzin. Meine Sachen aber macht nichts, drehe Runde, Roller. Zu 6 im Mercedes, doch alle Jungs müssen mit. Party auf Mediaspray. Im Wasser spiegelt sich die Sonne der Nacht. Billige Menschen in teuren Klamotten stehen nicht auf der Liste, doch komm mal bloß an. Big Mess, Everyday Man. Jetzt hab ich das Gefühl, ich werde schwach. Katja, oh, meine Playlists sind immer so richtiger Scam einfach. Ich fahre jetzt hier trotzdem durch. Hilfe! Ich glaube, ich darf ihn nicht eher fahren. So, jetzt stehe ich gerade an der Baustellenampel, das dauert hier ein bisschen. Kennt ihr dieses Lied hier? Das ist so geil. Das ist von irgendeiner Serie, ich weiß jetzt schon nicht mehr. Ah, von Dark. Das ist so geil. Also, es lässt sich sagen, ich benutze halt das Autofahren immer so, um meine Musik zu hören und die auch laut zu drehen und dann mitzusingen und so. Ich habe im Autofahren immer Spaß, das wollte ich nur ganz kurz dazu sagen. Wir räumen gerade hier auf. Ich bin ja bei Maxi und er hat morgen Geburtstag und möchte reinfeiern gerne, da wo ich auch meinen Geburtstag nachgefeiert habe. Oh, hello! Ich bin viel zu klein, diese Kamera. Was machst du da? Ich schlage was an die Wand. Du schlägst was an die Wand, was denn? Tüte. Eine Tüte? Warum? Deko. Deko? Ja. Ach, die Tüte. Darf ich dich dabei filmen? Nein. Schaut es euch an, Leute. Wo soll die hin? Zeig nur, wo die hin soll. Ich weiß es noch nicht. Och, jetzt ist er wieder das genervt. Was denn? Ich brauche Material für meinen Vlog. Mach mal was Lustiges. Hast du in meinem letzten Vlog auch zu mir gesagt. Also, mach mal was Lustiges. Kommt noch was, oder? Nein. Jetzt gucke ich Tim und Struppi. Damit ich beim Aufräumen nicht nerve. Und gleich fahren wir in den Kaufpark. Heute ist in diesem Club, wo wir nur ein Mallorca-Special. Es gibt 5 Liter Sangria für 18 Euro und wenn man ein Mallorca-T-Shirt anzieht, gibt es 10 Euro Freifahrtsher. Da sage ich nur gut, dass ich meine ganzen Mallorca-Shirts behalten habe. Musik.
verletzen. 40 Grad am Dancefloor. Hula Balu, sagst du in mein Ohr. Was ist der Junge? Hula Balu, das Kebo. Komm mal ganz zu, mach mal ein Hula Balu. Seid jetzt alle im Internet. Ja, super. Wir müssen nochmal so einen Drop. Müssen wir echt mal machen, das würde richtig gut ankommen. Gar nicht aufgenommen. Darf ich mal einen Einspieler machen? Okay, super. Das ist richtig toll von DJ. Ja! Im Remix! Abend. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Heute ist Sonntag und ich war gerade duschen und werde jetzt noch ein bisschen Pflege für mein Gesicht machen, also peelen und so. Dann habe ich hier schon gepackt für London, denn morgen geht's los. Um 3.20 Uhr nachts werde ich abgeholt. Ich glaube, das habe ich gar nicht so thematisiert in meinen vorherigen Vlogs, dass es jetzt so schnell schon losgeht. Jedenfalls geht es heute Nacht um 3.20 Uhr los, das heißt, ich muss so circa um 2.30 Uhr aufstehen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich überhaupt schlafen soll, aber ich glaube, es ist besser zu schlafen. Wir haben jetzt 8 Uhr oder so ungefähr. Ich freue mich sehr, dass es losgeht. Bis Donnerstag werde ich in London sein, ich werde da auch vloggen. Ich weiß aber noch nicht, ob das dann Daily Vlogs werden oder auch irgendwie so ein paar Tage immer zusammengefasst. Ich weiß ja nicht, wie viel da so passieren wird. Jedenfalls werde ich jetzt erstmal mein Gesicht peelen mit dem Ocean Salt Peeling von Lush. Das ist mit Meersalz und sieht so aus. Ich habe sehr trockene Haut und ja. Allerdings ist mir das auch schon einmal ins Auge gekommen. Das war wirklich gar nicht schön. So. Übrigens, ich weiß nicht genau, was man sieht, aber schaut mal, wie gut die Wimpern hier gehalten haben und wie das Auge schon aussieht. Also das sieht schon richtig zerrupft aus und das sieht eigentlich noch ganz okay aus. Aber ich glaube, es ist nichts für mich. Also da klebe ich dann lieber Wimpern, wenn ich krasse Wimpern haben will. Was bei mir eigentlich jeden Tag der Fall ist, aber gut, dann muss ich halt jeden Tag Wimpern kleben. Jetzt peele ich noch meine Lippen mit dem Chocolate Peeling von Lush. Da war noch Salz dran. So, das hätten wir schon mal. Generell muss ich sagen, dass ich sonntags immer gerne so ein Spa-Day mache, aber das klappt halt nicht immer. Und heute habe ich mir gedacht, mache ich es trotzdem mal. Jetzt creme ich mich noch ein mit dieser Clear It Creme von CNC. Die ist nicht so super feuchtigkeitsspendend, aber so. So, Leute, frisch geduscht, Haare sind fertig, Zähne geputzt, Hamster gefüttert, Koffer gepackt. Das ist das erste Mal, dass ich nur mit Handgepäck fliege. Und es ist echt seltsam, jetzt so einen winzigen Koffer zu haben und da alles reinquetschen zu müssen. Vor allem, weil es Winter ist und ich jetzt nur Pullover mitgenommen habe. Und wir haben jetzt 22 Uhr, fast in 4,5 Stunden muss ich wieder aufstehen. Dieser Vlog war jetzt, glaube ich, nicht so spannend und nicht so lang und irgendwie ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, zuzugucken. Und jetzt kommen als nächstes London-Vlogs. Danach kommen normale Vlogs und dann Amsterdam-Vlogs. Ja, ich bin so reisebegeistert. Dann wünsche ich euch jetzt eine sehr gute Nacht. Die Kamera kommt natürlich mit, wird jetzt nochmal aufgeladen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in London.